Tag 2 beim größten Vereinsfaustballturnier der Welt. Die kleinen, großen und tierischen Freunde genießen die lockere Atmosphäre im Schillerpark. Doch es zählt nicht nur die Party. Heute dürfen auch die Bundesliga-Teams der Männer auf die Wiese. Ein erstes Warm-up für die bevorstehende Saison. Also wir sind jetzt 2 Wochen vor dem Bundesliga-Start. Nächste Woche haben wir nochmal ein Turnier in Hannover. Und das ist so eigentlich unsere jährliche Vorbereitung, die beiden Wochenenden. Und ja, ich denke mal, wir sind schon ganz gut vorbereitet und jetzt haben wir noch 2 Wochen zu trainieren und dann kann's losgehen. Großer Favorit bei den erstklassigen Herren ist traditionell der VfK Berlin mit Weltmeister Lukas Schubert. In der Gruppenphase und im Viertelfinale gewinnen die Charlottenburger souverän. Anders sieht das aber bei den VfK Mädels aus, die tags zuvor in der Bundesliga-Klasse noch die strahlenden Siegerinnen waren. In der offenen Klasse, hier darf jeder ran, liegen die Mädels in Weiß gegen Stern Kaulsdorf früh zurück und scheiden im Viertelfinale aus. Der Mitfavorit vom VfL Kellinghusen macht das deutlich besser und fertigt im Finale die zweite Mannschaft vom TSV Schülp mit 22:12 ab. Wir haben alles dafür gegeben und 10 Spiele dafür in Kauf genommen und es war gut. Bei der Riesensause dürfen aber auch die ganz Kleinen mitmischen und die kommen wieder vom VfK. Im Finale der U10 treten Lukas und Kilian gegen den MTV Wangersen an. Zur Erklärung, bei den Minis spielen 2 bis 4 Kids in einer Mannschaft. Wir haben 2 technisch gute Spieler gehabt, habt ihr gesehen, die wollten alleine spielen. Die haben gesagt, wollt ihr einen dritten mit dazu haben? Nein, wir wollen es zu zweit schaffen. Bis ins Endspiel haben sie alleine geschafft und dann wollten sie das Endspiel auch alleine machen. Ja, und da gewinnen die kleinen Nachwuchsfaustballer. Gut, also ist sehr gut und ist halt toll. Riesenspaß bei den kleinen, Derby-Stimmung bei den großen. Im Halbfinale trifft der Verein für Körperkultur auf den Gastgeber, die Berliner Turnerschaft. Und die haben mit Timon Lützow einen richtig starken Angreifer am Start. Er ist amtierender Juniorenweltmeister. Ihm gegenüber der Seniorenweltmeister von 2011, Lukas Schubert, der vom Youngster auch mal zu einer Bauchlandung gezwungen wird. Am Ende setzt sich dann trotzdem der Favorit durch. Ja, wir sind noch nicht ganz da dran an VfK und haben jetzt nächstes Jahr in der Halle eine Chance, uns weiterzuentwickeln. Und dann gucken wir mal, wie nah wir rankommen. Aber wir haben noch Zeit, wir sind noch jung. Ne? Derby, die 2. Im Finale fordert Stern Kaulsdorf den Sieger der letzten beiden Jahre heraus. Aber gleich zu Beginn führt der Faustballriese vom VfK mit 6:0. Die Ostberliner kämpfen sich zwar noch 2-mal heran, ziehen am Ende dennoch den Kürzeren. Die Veranstaltung ist natürlich immer super cool. Also 2 Tage hier, so viele Leute auf dem Platz, ist herrlich. Und wenn man dann sogar noch die Spiele gewinnen kann, dann ist das umso besser. Faustball von der Spitze, Faustball von den Kleinen und Faustball für die ganze Familie. Der 30. Wedding Cup, eine riesengroße Faustballfete.